Und die geht wirklich gut ab. Aber vielmehr interessiert mich der IFRIT. Genau, der, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, aber der hat so ein schönes Panoramaglas und man sitzt in der Mitte, auch wenn er, glaube ich, nicht wirklich schnell ist. Aber der gefällt mir. Der ist dafür dann mega, mega gut gepanzert. Aber jetzt als Anfänger versuche ich echt mal einfach nur so ein bisschen Geld scheffeln und das ganze System mal kennenzulernen. Vor allem auch, da ich selbst noch nicht kenne und da es viele von euch natürlich auch noch nicht kennen werden, denke ich mal, wäre es nicht schlecht, wenn wir da mal reinschauen. Da ich es selbst noch nicht kenne, ist es vielleicht ziemlich gut, auch wenn ich natürlich hier jetzt ja, Großteil Delivery Points abfahren muss, da ich ja kein Geld habe, noch. Beziehungsweise fast kein Geld, da ich das Ganze ja schon eigentlich gut von Anfang an aufnehme. Man kommt bestimmt schneller an Geld, aber das werden wir alles noch kennenlernen, Diamanten, Sand, Öl. Ich will das alles mal gesehen haben. Nur ich glaube, man kann ja zum Beispiel jetzt in so einem Truck bzw. in so einem HIMTT ziemlich viel lagern. Ich glaube nicht, dass der, vor allem weil er ein Truck ist, ziemlich schnell ist. Das heißt, wenn man damit fährt, dann müsste sich auch tatsächlich die Route wirklich gut auszahlen. Damit man da halt seine, keine Ahnung, wie schnell wird das Teil gehen, 80 dahin fahren kann. Also mit einem Wagen fährst du ja fast doppelt so schnell. Hier fährt ein HMTT. Das ist das Teil, meine ich. Ja, genau, das sollte. Also, jetzt habt ihr ihn gesehen, das Teil sollte schon gut einen Lagerplatz bieten, was zu bieten haben. Und wenn du damit einen Unfall baust oder dir ein Gegenverkehr entgegenkommt, dann brauchst du dir keine Sorgen machen, dass der Wagen Schrott geht. Was ich mir auch unbedingt noch angewöhnen musste, ich muss immer Essen und Trinken mitnehmen. Auch ein hier Werkzeugkasten wäre nicht schlecht, denn ein Reifen ist schnell abgefahren, wenn du mal gegen eine Wand fährst. Ich weiß leider nicht, wenn man ins Fahrzeuginventar packt, ob das Ganze gespeichert wird, wenn man sich ausloggt und den Wagen aus der Garage wiederholt. Aber auch das werden wir alles noch versuchen. Und ich glaube, wenn wir jetzt dann da oben sind, dann werde ich einen Cut machen und nach dem Server Restart. Alter, die sind teilweise Leute am Legen. Nach dem Server Restart werde ich dann, denke ich mal, einfach wieder in Kavala, wenn ich wieder im Auto sitze, weitermachen. Dann nehme ich mir, auf jeden Fall werde ich mir gleich 50.000 mitnehmen, damit wir wirklich keine Probleme haben, wenn wir dann versuchen, das Öl zu processen. Mal sehen. Ich glaube, wenn wir da jetzt genug Geld zusammenbekommen oben. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kaufe dann wieder den SUV. Denn der gefällt mir doch irgendwie besser. Ja, schöne Straße. Sieht gut aus. Können wir schön gerade. Alter. Da steht einfach so ein Offroader auf der Straße. Irgendwie sehe ich nur gelbe Offroader. Vielleicht ist das ADAC, keine Ahnung. Oh, sieht stark nach einem Checkpoint aus. Sogar mit Cops. Okay. Guten Tag. Servus. Sind das Cops? Schönen guten Tag, Sergeant. Guten Tag.
Ich werde sie jetzt durchsuchen. Jo, alles klar. Ist das in Ordnung für Sie? Ja. Wunderbar. Ah, Führerschein haben Sie auch. Das Foto ist aber schon älter, oder? Jo, ich muss mal ein neues machen. Jo, ist sogar auch Ihr Auto. Wunderbar. Jo. Dann Aber wie wünsche ich noch einen sagt schönen man Tag und eine gute Weiterfahrt. Amtsanmaßung? Wie bitte? Sage, sich Latschen zu nennen, ist Amtsanmaßung. Ja, das tut mir leid, aber das ist normal mein Name. Sie heißen Sergeant mit Vornamen, dann tut es uns leid. Jo, kein Ding. War ein cleverer Schachzug von Ihnen. Jo, ebenfalls, schönen Tag noch. Ja. Jo, das hat doch alles gut geklappt. Jo, ich will lassen den jetzt noch mal kurz rechts ranfahren, damit hier keine Probleme haben. Und dann fahren wir einfach weiter. Jo, und genau das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, ist das Problem mit den Drogen. Denn die Checkpoints werden ziemlich, ja, wie ihr seht, ziemlich gut bewacht und einfach da mal so durchheizen, das. Darüber will ich gar nicht nachdenken, ehrlich gesagt. Ich stelle mir zwar ziemlich lustig vor, wenn wir da einfach so richtig mal durchheizen, aber ich glaube, die Cops sind in der Übermacht und ziemlich schnell wieder hinter uns. Ja, aber hat ja alles gepasst. Ich sehe die ganze Zeit in den Rückspiegel, aber das scheint nichts zu passieren, ja. Aber okay. Ich hoffe, das geht sich jetzt noch aus. 6 Minuten zum Server Restart, das könnte knapp werden. Wenn man jetzt wirklich Drogen schmuggelt, dann kommt man bei dem Checkpoint, falls der bewacht wird, so ziemlich gar nicht durch. Und ja, aber ich finde es gut, dass das Ganze so bewacht wird, möchte ich mal anmerken. Denn sonst wäre das Ganze ja auch zu viel zu einfach. Was zum. Due to the recent robbery on the Federal Reserve, you have lost 17.000? Na, ich habe die Versicherung wieder nicht gekauft. Okay, ich muss mir das unbedingt angewöhnen, die Versicherung abzuschließen, beziehungsweise das Erste, was ich machen sollte, ist unbedingt zum Bank, zu einem scheiß ATM fahren und die Versicherung abschließen. Ja, aber das mache ich ja nicht immer, denn in der Garage wird das Geld direkt von der Bank abgezogen und da habe ich keinen Nied drauf, dass ich zum ATM fahre. Aber naja, man hat ja gesehen, was daraus kommt, also lieber mal den Umweg machen und zum ATM fahren. Jetzt kennen wir das auch. Schmerzhafte 17.000 weg. Aber so wie der Cop reagiert hat, glaube ich, dass der öfters Probleme mit. Dass da nicht so viele Leute gut durchkommen. Ist zumindest jetzt so meine, ja, Vermutung. Oh, geht gerade gut ab. Jetzt bleiben wir aber kurz stehen und sehen mal, wo wir hin müssen. Wo befinden wir uns denn? Oh, hier schon oben. Okay. Rückwärts zur Kurve.
Also hier. Das passt eh, wenn wir jetzt da reinfahren, oder? Natürlich. Hier rein, geradeaus rechts. Wir müssen schnell sein. 3 Minuten noch. Leider der Service, das ist Punkt 0 Uhr. Ein schlechtes Gefühl dabei. Okay, rechts, rechts, rechts. Ja, Querfeld einfahren. Hasen überfahren. Springen. Kilometer. Ah. Da rein. Ich hoffe, das ist richtig. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Und weiter. 1,9 Kilometer. Und noch 2 Minuten. Okay, das gibt einen Countdown. Aber ich glaube, ich hoffe mal, das schaffen wir noch. Wir fahren einfach mal jetzt komplett auf Risiko. Das wird mein Untergang. Ich sehe das schon kommen. Noch ein Kilometer, das sollte machbar sein. Ja, die Polizeikontrolle, den Checkpoint haben wir natürlich nicht einberechnet, mit einberechnet. ...600 Meter. Alles klar, jetzt geht's querfeld ein. Jetzt wechsle auch ich mal in die Third Person. Denn, okay, ja, kein Stein. Ja, da ist der Offroader natürlich schon praktisch, auch wenn das bestimmt mit dem SUV machbar gewesen wäre. So, und jetzt schnell sein. Komm her. Das ist ein Witz, Mann. Nee. Ja, das. Das war eine knappe Geschichte. Null Uhr null am Handy. Tja, ich würde sagen, das war. Pech. Hätten wir den anderen da nicht zuerst durchgelassen, hätten wir noch geschafft. Aber alles klar. Was sein muss, muss sein. Dann geht sich der SUV halt nicht aus, denn wir haben ja auch gerade fucking 17.000 wegen der fehlenden Versicherung verloren. Ja, Leute, ich mache jetzt einen Cut und wenn wir wieder in Kavala sind, dann hole ich mir meine Wagen und dann sehen wir uns gleich wieder.